Herzlich willkommen zu unserer Schulungsreihe Smart Meter verstehen und anwenden. In diesem Video geht es darum, die aus den Smart Metern generierten Daten als Lastprofil darzustellen, diese zu analysieren und daraus auch Einsparpotenziale zu identifizieren. Was ist denn ein Lastprofil und welche Informationen kann ich daraus ablesen? Ein Lastprofil stellt dar, wie viel Strom zu welcher Zeit verbraucht wird. Ich habe also auf der Y-Achse, wie hier zu sehen, den Verbrauch, die Leistung, die abgefragte, auf der X-Achse den zeitlichen Verlauf. Man sieht an diesem Beispieldiagramm, wie der Lastverlauf, die nachgefragte Leistung, über den Tag schwankt. Das ist wenig überraschend, man wird ja schon so erwarten, dass nachts ein deutlich geringerer Stromverbrauch anliegt als tagsüber. Es gibt verschiedene Arten von Lastprofilen. Einerseits gibt es das sogenannte Standardlastprofil und andererseits das reale Lastprofil eines Betriebes. Standardlastprofile werden eingesetzt, um die Auslastung des Netzes zu planen oder auch eine Verbrauchsabschätzung zu ermöglichen. Sie stellen jetzt nicht genau den Stromverbrauch eines Unternehmens dar, sondern eher den Stromverbrauch gemittelt aus Hunderten oder Tausenden von Unternehmen ähnlicher Art. Deswegen spricht man hier von Standardlastprofilen, die sind öffentlich zugänglich und gibt es für verschiedene Gewerbe oder auch Haushaltskunden. Reale Lastprofile beruhen hingegen auf tatsächlich gemessenen Stromverbräuchen, zum Beispiel in einem Unternehmen oder Haushalt. Hier wird schon ersichtlich, dass ich deutlich markantere Spitzen und Täler habe, viel mehr Abwechslung in diesem Profil. Ich brauche solche detaillierten Daten, um meine Analyse machen zu können, wie viel Strom verbrauche ich zu welcher Zeit, ist das normal, ist das außergewöhnlich. Will ich nun so ein Lastprofil erstellen und auswerten, spielt natürlich die zeitliche Auflösung der Daten eine ganz wichtige Rolle. Wir haben hier einmal aufgeführt, welche Messtechnik welche zeitliche Auflösung ermöglicht bei den Stromdaten. Wie schon erwähnt, der Ferrariszähler, ich kann ihn zwar jederzeit auslesen, aber eigentlich habe ich immer nur einen Wert pro Jahr. Daraus kann ich kein Lastprofil erstellen, keine Anomalien erkennen. Ich weiß nur, über das Jahr erscheint es mir viel oder wenig. Auch die moderne Messeinrichtung liefert mir nur dann Daten, wenn ich drauf schaue bzw. das Gerät einmal im Jahr auslese. Auch hier ist normalerweise kein Lastprofil möglich. Das kann ich aber ändern durch Zusatzgeräte, die mir praktisch den zeitlichen Verlauf des Stromverbrauchs darstellen. Die registrierende Leistungsmessung und darauf aufbauend die intelligenten Messsysteme ermöglichen mir Messdaten in einer Viertelstundenauflösung. Das heißt, ich habe 4 Messwerte pro Stunde. Ich erhalte so über 35.000 Messwerte pro Jahr, was mir eine deutlich bessere Analyse und Erstellung von Lastprofilen ermöglicht. Hier kann ich also Lastprofile auf Basis der Viertelstundenwerte erzeugen. Die zeitliche Auflösung mit einem Wert pro Viertelstunde hat sich in der Praxis als ausreichend erwiesen, um Lastprofile zu erstellen und Charakteristiken wie die Grundlast oder Spitzenlast zu erkennen. Auch dynamische Tarife lassen sich damit einsetzen. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, eine noch höhere zeitliche Auflösung des Stromverbrauchs zu erstellen. Das mache ich dann meistens mittels stationärer Messtechnik. Diese kann dann vielleicht im Minuten- oder Sekundentakt den Stromverbrauch von Anlagenteilen erfassen. Und diese zeitlich hoch aufgelösten Daten kann ich dafür nutzen, um an dieser Stelle sehr detailliert das Betriebs- und Prozessverhalten zu untersuchen. Gehen wir nun in die Analyse von Lastprofilen, hier in diesem Beispiel anhand von 15 Minuten Werten. Wir sehen hier das Lastprofil eines Betriebes im produzierenden Gewerbe über eine Woche. Gut zu erkennen sind die Nachtzeiten mit einem niedrigen Stromverbrauch und den anwachsenden Strombedarf über den Tag, der dann zum Abend hin wieder abfällt. Man sieht ganz klar 5 Arbeitstage, 2 Wochenendtage. Schauen wir uns an diesem Beispiel mal den Begriff der Grundlast an. Grundlast heißt hier den Strombedarf, der zu jeder Tages- und Nachtzeit auftritt. Besonders deutlich sieht man das dann auch nachts oder auch am Wochenende. In diesem Fall ist der Stromverbrauch nie geringer als 50 Kilowatt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, 50 Kilowatt ist doch gar nicht so viel bei so einem großen Bürogebäude. Aber wenn man diese 50 Kilowatt
mit den 8760 Stunden eines Jahres multipliziert, dann hat man den Stromverbrauch von 440.000 Kilowattstunden. Das entspricht dem Strombedarf von 110 Häusern. Dies verdeutlicht, wie sich die Grundlast erheblich auf die Stromrechnung auswirken kann. Was sind die Ursachen für so eine Grundlast? Der Standby von Geräten, Geräte, die nicht abgeschaltet wurden, wie zum Beispiel Kaffeemaschinen, Geräte mit zu hohem Energiebedarf, zum Beispiel alte Kühlschränke, Lüftungsanlagen oder Klimaanlagen, die durchlaufen. Natürlich gibt es auch Geräte, die die ganze Zeit durchlaufen müssen, auch am Wochenende. Ein Beispiel ist die ganze IT-Infrastruktur. Bei der Analyse der Grundlast ist es immer wichtig, kritisch zu hinterfragen, warum bestimmte Geräte auch außerhalb der normalen Betriebszeiten laufen und ob dieses erforderlich ist. Erfahrungsgemäß gibt es immer Möglichkeiten, relativ einfach die Grundlast zu reduzieren, zum Beispiel durch Zeitschaltuhren und das gezielte Abschalten von Verbrauchern außerhalb der Betriebszeiten. Die Lastprofile liefern mir auch noch eine weitere wichtige Information. Und das sind Lastspitzen. Lastspitzen, das sind kurzzeitig höhere Stromverbräuche als im Durchschnitt. In diesem zweiten Beispieldiagramm ist der Stromverbrauch eines Betriebes über einen Tag dargestellt. Und es fällt auf, dass mehrmals kurzfristige Leistungsspitzen auftreten, wo der Strombedarf deutlich höher ist als sonst im Durchschnitt. Und diese Lastspitzen können sehr teuer werden. Bei vielen Unternehmen wird nämlich nicht nur ein Strompreis pro Kilowattstunde berechnet, sondern auch ein sogenannter Leistungspreis. Dieser Leistungspreis orientiert sich an der maximal gefragten Leistung des Unternehmens. Wird dieser Wert auch nur einmal im Jahr aufgerufen, wird der volle Leistungspreis fällig. Und das sind pro kW bis zu 100 Euro. Dementsprechend kann durch Absenken der Lastspitzen und Vermeidung der Lastspitzen der Leistungspreis erheblich gesenkt werden. Bei der Analyse von Lastspitzen ist daher kritisch zu hinterfragen, was diese Lastspitzen verursacht und ob diese für den Betrieb, zum Beispiel für meine Produktion, unbedingt erforderlich sind. Erfahrungsgemäß kann es auftreten, dass mehrere Anlagen gleichzeitig hochgefahren werden und dadurch eine Lastspitze verursachen, obwohl dies nicht für die Produktion erforderlich ist. Mittlerweile sind im Markt auch Systeme erhältlich, die Lastspitzen begrenzen können. Diese sogenannten Maximalwächter können meinen maximal auftretenden Strombedarf begrenzen. Neben der Messung des Gesamtstrombedarfs kann es auch Sinn machen, detaillierter auf den Strombedarf einzelner Bereiche von Gebäuden einzugehen. Wir sehen in diesem Beispieldiagramm den Strombedarf eines Bürogebäudes. Anhand einer solchen detaillierten Aufschlüsselung lassen sich besonders große Verbraucher identifizieren. Die Reduzierung der Grundlast kann sich schnell lohnen. Bei einem Strompreis von 20 Cent pro kWh kostet 1 kW Grundlast über das ganze Jahr durchlaufend bereits mehr als 1750 Euro. Durch die Aufschlüsselung des Stromverbrauchs können auch leichte Anomalien detektiert werden. Zum Beispiel das Durchlaufen von Anlagen übers Wochenende, obwohl keine Betriebszeit ist. Hier setzen häufig auch Energiemanagementsysteme an, die die Daten erfassen und daraufhin auch die Anlagen entsprechend steuern. Was können wir also zusammenfassend zum Thema Lastprofile mitnehmen? Real gemessene Lastprofile sind ein sehr wichtiges Hilfsmittel, um die Stromverbräuche in einem Unternehmen zu analysieren. Wichtige Merkmale in Lastprofilen werden beschrieben durch Grundlast und Lastspitzen. Bei beiden besteht häufig ein Verbesserungspotenzial und dadurch auch ein Kosteneinsparungspotenzial. Im nächsten Video werden wir Ihnen dann einen Schritt-für-Schritt-Plan vorstellen, mit dem Sie Ihre Stromverbräuche analysieren können. Vielen Dank fürs Zuschauen.